Tag, mein Name ist Peter Questro von Gaussian Robotics. Ich werde hier was zeigen, unsere neueste Roboter. Der heißt der 50B von Professional und der kann Proactive Spot Cleaning machen. Das heißt, wenn ein Fleck auf dem Boden ist und der Roboter fährt in einen richtigen von seinen Task, dann kommt er zurück, um die Fleck zu reinigen. Und das macht er total proactive. So, das macht er nicht, weil er nur rumfährt und einen Fleck sucht. Nein, das macht er auch, wenn er einen bestimmten Task hat und er sieht was an der Nebenseite, dann macht er das direkt. Wir wollen das direkt mal zeigen. Can you zeige es? Can you zeige es? Nein? Okay, thank you. Ja, bitte? Okay. So, jetzt kommt der Roboter zurück. Der Fleck war noch nicht da, da war er schon, der Roboter hat er schon gereinigt. Aber trotzdem fährt er zurück zu dem Fleck. Er sieht den Fleck und entfernt den Fleck. So, jetzt gehen der Saugklippen gehen nach unten, die Bürste gehen nach unten und er macht das sauber. So, auch Flecken, die noch nicht da waren, erkennt er und er reinigt er. Und normalerweise macht ein Roboter das natürlich nicht, aber diese Roboter haben wir so schlau gemacht, dass er das kann. So, wir haben das Beste, eigentlich was es heutzutage auf dem Markt gibt, haben wir noch ein bisschen verbessert, sodass auch Flecken, die nicht in die Planung sind, auch gereinigt werden. So, jede Fleck, die man hier sieht, wird dem Roboter sehen und entfernen. Und das sehen Sie jetzt auch passieren. Er konzentriert sich nur auf den Flecken. Natürlich kann er auch den ganzen Boden reinigen, aber was wir hier zeigen, natürlich ist der Fleckentfernung basiert auf Artificial Intelligence und viel Software. Er sieht den Fleck und er entfernt den Fleck. Das ist, was der neue 50er kann. Auch proaktiv. Und dann geht es über eine Ladestation. Am Ende gibt es eine Ladestation. Und das Ladestation, da kommt das Wasser wieder rein, das Schmutzwasser geht wieder raus und die Batterien werden wieder geladen. Das ist ein komplettes Konzept. Und der Roboter ist verbunden mit dem Reinigungskraft. Der Reinigungskraft, der hat einen Smartphone oder einen Smartwatch, die wir haben. Der ist verbunden mit dem Roboter. Und weil er verbunden ist mit dem Roboter, weiß der genau, was der Roboter macht oder gemacht hat und was da passiert ist. So, es gibt immer Supervision über den Roboter. Es ist eine Cooperation, ein Co-Assistent von den Robotern mit dem Roboter.